So, moin moin und damit willkommen zu einem weiteren Unboxing. Ich habe ein Mystery-Paket bekommen und zwar diesmal wieder, weiß ich nicht, was drin ist. Ich weiß, von wem es kommt. Das steht hier drauf. Fantasy Inn, genau. Das ist der Laden in Hannover. Ich hatte mal ein Video gemacht zum Thema Tabletop und hatte da dann auch den Laden gezeigt. Zu dem Zeitpunkt habe ich nichts von Fantasy Inn als Gegenleistung bekommen. Das nur vorab. Also damals war es keine Werbung oder so. Ich glaube, jetzt muss ich es als Werbung kennzeichnen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was drin ist. Sie haben das Video gesehen und sie haben gesagt, das Video ist cool. Dankeschön für das Video. Hier ist cooles Zeug. Und was das coole Zeug ist, das gucken wir uns gleich mal an. Ja, schauen wir einfach mal rein. Ich habe das Messer, das Teppichmesser, habe ich hier. Und dann machen wir einfach mal die Box auf und ihr seid wie immer mit dabei und erfahrt dann gemeinsam mit mir, was drin ist, weil ich es wie gesagt nicht weiß. Bis gleich. So, damit sind wir wieder zurück und ich habe das Ganze mal geöffnet. Geht mir schon von alleine auf. Schauen wir mal rein, was so drin ist. Ja, das kann man hier schon, glaube ich, auf den allerersten Blick erkennen. Moment, Moment, Moment. Farbe. Vallejo Hobby Paint, das ist die Grundierung. Das kann man eigentlich nie genug brauchen. Nie genug brauchen ist falsch. Nie genug haben und immer brauchen. Ja, schwarze Farbe kann man hier oben am Rand sehen. For Metal and Plastic, für Metall und Kunststoff. Ja, cool. Ich habe noch eine Farbe von Citadel, aber die gehen auch immer ganz gut leer. Und dann freue ich mich. Hat hier sogar zwei verschiedene Aufsätze, sehe ich gerade. Fein und grob. Müsst ihr nicht hier mal reingucken. Wie ich die dann wechsle, ist glaube ich klar, aber welche ich dann davon benutze, mal sehen. Interessant. So, wie geht's weiter? Kein Warhammer 40k, sondern es ist Corvus Belli Infinity. Infinity, ja, genau. Varuna. Pan Oceania. Spricht man das so aus? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal rein. Ich habe von Reaction Division, also ja, die Quick Reaction Force, sag ich mal. Ich weiß nicht genau, worum es da geht. Es sieht auch nicht nach Warhammer aus, aber sehr futuristisch, sehr Science-Fiction-mäßig. Anhand der Rüstung würde ich auch fast sagen, dass man das sicherlich auch für Warhammer benutzen kann. Also wenn man dann später damit tabletoppen möchte. Tabletop vielleicht nicht, aber ich möchte ja meine Dark Heresy-Kampagne dann am Tisch erzählen mit Gelände und mit ganz viel Zeugs drumherum, Gelände und dann Schlachten richtig ausspielen. Das sieht cool aus. Also ich sehe hier gerade, dass der hier noch so ein orangen Schild hat. Keine Ahnung, ob man den dann auch noch mit anmalen kann, ob es da irgendwie was für die Miniaturen gibt. Ich bin sehr gespannt drauf, auch wie man die zusammenbaut, ob es da eine normale Anbauleitungen gibt oder ob das so ein easy to build ist, wie es bei 40k ja auch ab und zu mal der Fall ist. Ich habe keine Ahnung, Moment. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6 Stück haben auch Namen, wenn ich das richtig sehe. Ja, Ork Feuerbach, Crocman Hacker. Ich bin sehr gespannt. Ich werde das auf alle Fälle im Livestream auspacken, nicht und auch nicht ansprühen und auch nicht zusammenbauen, aber ich werde es auf alle Fälle, ja doch, vielleicht doch zusammenkleben können wir es sicherlich auch machen. Aber ich werde es auf alle Fälle dann auch anmalen. Das heißt, folgt mir bei Twitch und bei YouTube und dann werdet ihr darüber informiert, wenn es so weitergeht. So, guck mal, hier sind Haben eins, da ist noch eine zweite. Die fällt mir hier gerade entgegen. Ja, habe ich auch schon, habe ich mir damals auch bei Fantasy Inn besorgt. Das sind die Farben, die ich extra für die Hautfarbe besorgt hatte. Genau, da ich glaube, das gibt es natürlich auch von Citadel selber. Aber Vallejo-Farben sind genauso gut, beziehungsweise einfach dann günstiger. Deswegen greife ich da auch ganz gerne zu. Peel Skin Wash, das ist dann für die Vertiefung und dann haben wir hier natürlich nochmal ganz normale Hautfarbe, wenn man so ein europäisches Hautfarbengedöns haben möchte. Ich glaube, die haben hier aber auch nicht nur europäisch. Aber ja. So, hier ist noch was Großes drin. Schauen wir da mal rein. Pan Oceania.
Contains. Okay, das sind dann die Farben wahrscheinlich, die Farben, die ich brauche, um das anzumalen. Mal rein. Genau, Contains. Viele Farben, Dark Prussian Blue, also preußisch blau, Green, White, Black, Chocolate Brown, Flat Earth. Alles klar, es gibt eine Flat Earth Farbe. Old Wood, Dark Grey. Ja, super. Farben kann man sowieso immer gebrauchen und dann haben wir auch gleich die richtigen Farben, die wir brauchen, um dann unsere Corvus Belli Armee zu bemalen. Ich sag schon mal ganz recht herzlichen Dank an Fantasy Inn, dass sie mich so unterstützen, dass sie mein Video gesehen haben, dass ihnen das gefallen hat und dass sie ja, mich ja so ein bisschen supporten. Ganz recht herzlichen Dank. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass dann so eine Firma auf mich zukommt. Also ich habe natürlich dann auch schon das ein oder andere Mal eine PDF bekommen, aber dass ich dann hier tatsächlich auch sowas an Materialien bekomme, ist natürlich dann nicht gang und gäbe. Bei Kult habe ich natürlich dann auch ein Grundregelwerk bekommen. Da bedanke ich, hatte ich mich ja auch schon ganz recht herzlich bedankt bei dem anderen Unboxing. Aber das ist auf alle Fälle bei mir keine Regelmäßigkeit und deswegen freue ich mich, dass meine Arbeit dann bei dem einen oder anderen dann auch gut aufgenommen wird und ja, ich werde das dann noch dementsprechend als Werbung kennzeichnen, denn jetzt habe ich tatsächlich auch einen materiellen Gegenwert dafür bekommen. Es ist zwar kein Geld oder sowas, was ich da jetzt dafür bekomme, soweit ist es noch nicht, dass ich hier ein Beauty-YouTuber bin, der dann mit 2 Millionen Abonnenten irgendwie Werbeaufträge annimmt oder so ein Blödsinn, aber es ist auf alle Fälle dann eine materielle Gegenleistung, für die ich mich ganz recht herzlich bedanke und ja, Fantasy Inn. Ich empfehle euch nochmal das Video anzusehen, wo ich dann durch den Laden von denen spaziere, weil der Laden echt hübsch ist. Also wenn ich in Hannover bin, schaue ich da jedes Mal dran vorbei. Und ich glaube, es gibt auch noch ein paar andere YouTuber aus Hannover, die werde ich gleich nochmal verlinken, die auch eine ganze Menge mit Tabletop machen und die werden da genauso reinschauen. Also das ist so ein bisschen dann das Nonplusultra, sag ich mal, wenn man in der Gegend wohnt. Damit bin ich fertig. Ich will euch gar nicht länger aufhalten. Ich bin sehr gespannt auf die neuen Miniaturen, weil ich jetzt schon ein bisschen was an Warhammer aufgebaut habe, aber von einem anderen Hersteller, Infinity, habe ich da noch nichts gehabt und da muss ich mich nochmal in den Fluff einlesen. Das heißt, ich werde mir da den Fluff mal besorgen und dann freue ich mich ganz recht herzlich auf euren Besuch in den Livestreams. Ja, ganz recht herzlichen Dank nochmal an Fantasy Inn und dann würde ich das Video auch wieder beenden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.